Willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Maker 2. Ich wurde auf diese Baumeisterin Usabel aufmerksam gemacht, die auch eine ganze Superwelt gebaut hat. Und diese Superwelt möchte ich mir heute mal anschauen. Wir werden die Welt sicherlich nicht in einer Folge schaffen, deswegen wird das wieder eine kleine Serie auf meinem Kanal werden. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann scheint die Welt nicht ganz linear zu sein. Das finde ich grundsätzlich schon mal gut. Ups. Sieht doch wieder sehr klassisch aus. Und Super Mario Bros. U ist ja sowieso mein Lieblingsstil. Also schon mal Pluspunkte. Aha. Aber hier die Münze, war das alles? Ja, oder? Na, kann ich da doch hochklettern? Nö, okay. Gut, weiter geht's nicht. Na? Oh, Feuerblume nehme ich. Und das hier sieht aus wie eine Bonus-Area. Mal schauen. Aha. Ach, ich mag das, wenn so ein Level wirklich einfach richtig normal klassisch gebaut ist. Auch mit dieser Subworld, die dann auch tatsächlich im Untergrund ist, also im Untergrund-Theme. Ich mag das. Oh, das war ja sogar richtig ein Secret. Gefällt mir. Hier geht es jetzt anscheinend auch wieder in die Unterwelt mit einem Checkpoint. Ja gut, der kommt nicht runter. Ich dachte, das wäre einer von denen, die runterkommen. Aber das ist zum Beispiel, das finde ich auch cool hier. Ich habe am Anfang schon gesehen, dass da eine Münze ist. Oh, jetzt gehe ich auch noch den, wie heißt das hier eigentlich? Diese Nuss halt. Aber wie komme ich da jetzt hin? Moment. So vielleicht? Ja. Also ich habe am Anfang schon gesehen, dass da eine Münze ist und jetzt muss ich aber im Level nochmal zurücklaufen, um die zu kriegen. Finde ich sehr gut. Jetzt kann ich selbst entscheiden, ob ich den Bonus haben möchte oder nicht. Gefällt mir sehr gut. Auch, dass ich hier diesen Flughörnchenanzug brauchte, um da ranzukommen. Denn anders habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, wie das möglich gewesen wäre. Ah, ne, ich möchte aber den hier behalten. Siehst du? Deswegen. Ah, nein, nein, nein. Oh, oh nö. Ja, komm, aber ich versuche nochmal auf die Pfannstange zu kommen. So, geht doch. Wuhu. Das hat geklappt. Ah ja, okay. Fängt schon mal gut an. So, und jetzt gucke ich mir die Karte nochmal genauer an. Ah ja, guck mal. Also ich könnte hier... Moment, nee, was ist das denn? Gucke ich gleich mal. Ach, oder hat er jetzt erkannt, dass ich das Level eigentlich schon umgangen habe und deswegen kann ich einfach durchgehen. Ich gucke mir das gleich mal genauer an. Erstmal hier vielleicht noch ein paar Leben holen. Ah, sehr gut. Zu früh. Ja, gut. Ich finde es einfach immer lustig, wie er da so zurückschreckt, wenn das Bild nicht richtig ist. Es scheint also tatsächlich alternative Wege zu geben. Gefällt mir sehr gut. Ich spiele halt trotzdem alle Level. Weil, warum auch nicht? Ah, sehr gut. Huch, ah. Oh. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Baumeisteranzug schon mal intensiv gespielt habe. Anscheinend nicht, sonst wüsste ich, dass man mit dem anscheinend gar nicht richtig laufen kann.
weil er sofort auch einen Hammer raushaut. Doch, mach das mal. Einmal diese Trumps kaputt machen, das muss sein. Da finde ich auch gut, dass man hier quasi richtig verwöhnt wird mit diesen Power-Ups. Ach, das ist schön. Einmal diese ganzen Gegner platt machen, gegen die man sonst keine Chance hat. Was passiert mit dem hier? Oh, auch nicht schlecht. Gut, er ist also weiterhin unzerstörbar, aber ich kann ihn auf jeden Fall deutlich effektiver schubsen mit dem Hammer. Ein Leben. Wenn man eine Welt spielt, ist das einigermaßen wichtig. Oh ja, das ist auch wichtig, dass man hier ständig das Power-Up bekommt. Denn sonst würde man hier gar nicht weiterkommen. Wie ist das mit dem Laufen eigentlich? Also hier, wenn ich B drücke, dann holt er immer erstmal den Hammer raus. Was ist denn da oben los? Ich muss mal für Ruhe sorgen. Ein nettes Detail, was mir auffällt, ist auch, dass auf dem Hammer von Luigi ein L eingraviert ist. Fällt mir. Hey. Ach, so schön. Jetzt natürlich Geister. Ich guck mal kurz, was hier los ist. Anscheinend. Oh. Sind auch in den einzelnen Levels alternative Wege möglich. Ich hätte mich jetzt entweder durch die Geister da durchhammern können oder so wie ich es gemacht habe, dann mit den Goombas rumschlagen. Oh, warte mal kurz. Ja. Ja, ja. Nein! Oh. Komm, die will ich jetzt nochmal dran ziehen hier. Na komm. Warte, kann ich so? Nein. Komm, einfach mal das Ding hier. Oh Mann! Das kann nicht so schwer sein. Ja. Na komm her, komm her. Nein. Das kann doch ernsthaft nicht so schwer sein. Stell mich jetzt wahrscheinlich echt irgendwie ein bisschen blöd an. So. Nein. Komm. So. Siehste. Klappte. Ist hier hinten auch noch was? Nö, okay. Hier rüber. So, warte und. Jawohl. Hier gibt es wohl auch wieder alternative Wege, falls man das Power-Up noch hat. Okay. Ich hoffe, von denen bringt mich gerade um. Hier zum Beispiel. Ne, okay. Aha. Aha. Sehr gut. Und den auch. Cool, Double Kill. Hier. Oh, ich sehe schon. Also das Konzept scheint so ein bisschen zu sein, wirklich alternative Wege. Und das Level ist doch länger, als ich gedacht hatte. Oh nein, die schon wieder. Oh je, na toll, jetzt komme ich da schon mal nicht mehr weiter. Ah, sehr gut. Oh oh. Einfach mal umschalten. Mal gucken, was das bringt. Und jetzt mal hier durch. Na. Doch, geht doch. Also
Also ich hoffe, es wird jetzt nicht von mir erwartet, irgendwelche Kisten rauszuholen, weil das weiß ich definitiv nicht, wie das geht. Muss ich hier rein? Ja. Scheint so. Oh, noch ein Checkpoint. Geht also wohl noch weiter, oder zumindest ist noch ein Bossfight. Oh, Wendy hatte ich tatsächlich auch noch nie. Aber ich weiß ja, wie das läuft. Nur einer von denen ist echt. Auch nicht wirklich schwierig. Ich weiß gar nicht, weil sie die einzigste ist von den Koopa-Kindern, die in 3D-World vorkommen. Ich würde nämlich sagen, dass im Originalspiel auch alle 7 vorkommen, oder nicht? Naja. Warte mal, ich habe es gerade nicht mitbekommen. Habe ich das One-Up trotzdem bekommen? Einfach weil es auf dem Schirm war? Dann wäre es ja fast ein bisschen unsinnig gewesen, das dort zu verstecken. Ich meine, nette Idee, dass man das nur bekommt, wenn man den Hammeranzug hat zum Schluss noch. Aber anscheinend habe ich es ja trotzdem bekommen. So, dann gehen wir doch jetzt mal in die Röhre. Kommen da wieder raus und es kommt ein kleines Schloss oder eine kleine Burg. Burg ist, glaube ich, der passende Begriff. So, aha. Ui. Oh, man kann ja auch schwimmen. Okay. Das ist ja mal interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so gesehen habe, dass diese Forest Levels wirklich halb Wasserlevel waren. Das finde ich ja mal spannend. Also in meiner Datenbank wäre das hier dann tatsächlich mal gleichzeitig ein Forest- und Water-Level. Völlig berechtigt, weil das ist zur Hälfte ein Wasser-Level. Und es ist gleichzeitig ein Forest-Level. Sehr cool. Oh. Danke. Oh. Moment. Das scheint so eine kleine Herausforderung zu sein. Ah. Das ist auf jeden Fall lustig gemacht. Da habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen gecheased. Ja. Und hier muss ich hoffentlich auch nur hier hinspringen. So. Aha. Ups. Da ist eine Ranke und da wahrscheinlich auch. Okay. Hm. Oh, also ich muss schon sagen, das hat was. Also die Level sind klassisch und trotzdem kreativ. Respekt. Eine Vollblume habe ich schon. Oh, ach du Scheiße. Ah. Einmal kurz gucken. Am besten rückwärts verfolgen. Ja, ich glaube, ich hab's. Hier hoch. Hier hoch. Und ich glaube, hier runter. Genau. Ganz einfach. Oh, ich habe gerade rein auf die Pfeile geachtet. Haben die mir schon gesagt, wie ich hätte gehen sollen? Moment. Nö, ich glaube, die sind nur noch zur weiteren Verwirrung. Ich habe die Pfeile überhaupt nicht gesehen. So, komme ich hier rein? Oh, nee. Oh. Aha, was geht denn hier? Na gut, ich soll wahrscheinlich einfach hier hochschwimmen. Ja. Oh, wieder ein bisschen hoch.
Ah. Einfach mal schnell. Ah. Nein, nein, nein. Uff. Na gut. Die 50er Münze lasse ich mal da, wo sie ist. Und es geht hier im Forest weiter. Und da ist das Ende. Okay. Ich hätte mir vielleicht noch ein One-Up gönnen können, aber bisher waren wir ja lebenstechnisch nicht in Bedrängnis. So, jetzt also noch mal ein paar Leben mitnehmen hier. Oh, das Spiel, ja, das mag ich. Das möchte ich gerne besser können. Nein! Also ich kann zwar schon gut erkennen, welcher Ball es ist, aber woran es bei mir im Moment noch scheitert, ist dann auch entsprechend zu reagieren. Ja, alles eine Frage der Übung. Wieder ein ganz normales Overworld-Level. Aha, wieder eine Ranke. Also die setzt sie wohl ziemlich oft ein. Warum auch nicht? Und vielleicht mag sie einfach Pflanzen. Kann ja sein. Auch schön, wie man hier diesen Gegner einfach skippen kann, wenn man keine Lust auf den hat. Aber ich möchte gerne diese Feuerblume haben. Und wieder ein bisschen Underworld. Okay, jetzt möchte ich noch wissen, was da unten in den Blöcken drin ist. Nur ein paar Münzen und ein Leben. Okay, na immerhin. Checkpoint, okay. So, ab mit dir. Brauche ich gerade nicht. Gucken. Die Münze. Oh, die möchte ich noch viel lieber haben, die 50er. Oh, warte mal. Okay. Ich weiß leider noch nicht so richtig, wie man diesen... Ah ja, hier das, ne? Okay. Also wirklich im Sprung nochmal Z drücken. So. Ja, sehr gut. Ein Pilz. Oh. Oh. Ach, warte mal kurz. Kann ich nicht einfach, vielleicht einfach mal so? Ne, schade. Was, wenn ich von hier aus... Nee, Moment, warte mal. Nee, da kann ich ja eh nicht ran. Aber ich versuche jetzt auch mal... Genau. Das hier zu kriegen. Ugh, geht doch. Und wo geht's denn hier hin? Oh, noch eine 50er Münze. Oh. Ah. Nicht unbewacht. Das hat auf jeden Fall auch Stil, diese Maulwürfe da quasi als Wächter der Münze hinzustellen. Gefällt mir. Ui. Oh. Na, wo geht's denn hier hin? Oh, warte mal, kann ich hier irgendwie so einen Triple Jump machen?
zwei Sprünge, ne? Eins, zwei, ja. Na gut. Ah, so, komm her. Ach, okay. Ja, das hätte ich sehen können. So ist es natürlich ganz einfach. Hochzukommen, sehr gut. Und sogar die einzigste Möglichkeit. Oh, wir werden direkt mit einer 50er Münze belohnt. Und noch dem Leben. Hallo. Also, hier wird mir ja richtig verwöhnt. Schaffe ich auch diesen Sprung noch hier? Nee. Nee. Dieser Supersprung ging ja, glaube ich, nur in 3D-World, ne? Ach ja. So, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und die Folge ist schon, ja, ich würde jetzt nicht sagen lang, aber auf jeden Fall lang genug. Was bedeutet, dass wir uns das Schloss in der nächsten Folge anschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr gerne einen Like. Und wenn ihr sehen wollt, wie es im Schloss aussieht, abonniert den Kanal und die Glocke nicht vergessen. Bis dann.